das hübsch. Ich müsste mich mal über die Geschichte der Dynastie informieren. Das Erste, was ich sehe, ist das. Dazu fällt mir nicht... Spacko. Das Symbol kenne ich. Ja, Symbol heißt nach oben. Sie dürfen hier niemanden hinunterstoßen. Windrad? Wenn ich da hingehe, dann bin ich wahrscheinlich tot. Wirklich? Oh je, hier sollte mich besser keiner mit Flötennase sehen. Ah, okay. Liebe Brüder und Schwestern, werdet Zeitzeugen einer neuen Ära. Eine neue Ära, die wie eine alte Ära ist. Hört mich an, meine lieben Asposa. Oh, das klingt überhaupt nicht gut. Ich muss mich beeilen. Alle müssen sehen, dass er eine Flötennase ist. Dann hat dieser Wahnsinn endlich ein Ende. Okay, Frau Schmitz, Christi, Wache, Emil, Conroy-Statue, Flötennasen, Asposa, ein getackertes Brett. Tackernadeln? So bekomme ich die Tackernadeln da nicht heraus. So bekomme ich... Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Ja, hallo? Hallo, das sind aber tolle Monitore. Hör zu, Kleiner. Es gibt zwei Arten, wie das hier laufen kann. Eine gute und eine schlechte? Genau. Und bei beiden hast du am Ende meinen Stiefel in irgendeiner Körperöffnung. Ich glaube, ich gehe besser. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Boah, ist die böse, hey. Die will mir meine Prostata zerquetschen. Ihr beaufsichtigt also die Vollstreckung? Jawohl. Wir passen auf, dass alle vollstreckt werden. Das wollte ich auch gerade sagen. Hast du aber nicht. Okay, der guckt böse. Und der auch. Hey, ist doch nicht so wichtig. Ihr macht beide einen tollen Job. Danke. Ja, ich finde auch, du machst einen tollen Job. Danke. Beste Freunde für immer. Nein, ihr sollt euch hassen, Lanzen. Das würde nicht funktionieren. Nicht, dass sie mich töten. Hallo. Wache 576 meldet sich zum Dienst. Wache 576 meldet sich zum Dienst. Wer von euch ist denn nun Wache 576? Ich. Gar nicht. Wohl. Jetzt gucken sie wieder böse, okay? Aber sonst... Keine Chance. Die Bösartigkeit der Flötennasen seht ihr ihnen nicht an. Aber hört mich an, meine Brüder und Schwestern. Es gibt nichts, vor dem sie zurückschrecken, um rechtschaffene Asposa in Angst und Schrecken zu versetzen. Okay, ich sollte lieber was unternehmen. Ist das der Original Conroy? Sie dürfen ihn auf keinen... Ist es der, der zerbrackelt ist? Aber da fehlt ja die Hälfte. Damit warte ich bis... Da lasse ich lieb. Sie hat den ganzen Windbrunnenplatz im Blick. Alles klar. Entsteinerungsstrahler. Was soll ich bloß tun? Oh. Flötennasen. Ich muss das fein. Okay, die wird auch nichts sein. So bloß. Okay, gehen wir mal zurück. Also die gucken sich jetzt böse an. Keine Ahnung. Jetzt nimmt das wieder ab. Alles klar. Da ist das Runter-Symbol. Ein Abflussrohr. Notenbank. Hallo?
Was willst du nur von mir? Dass du das nimmst. Das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, ich überlege gerade. Da oben stehen und ich bin der Ein... Alles klar. Hallo? Oboe scheint mich nicht zu hören. Aber da kommt auf jeden Fall was dran. Ich sing jetzt mal, flöte jetzt mal. Singen tue ich privat. Notenbänke. Zwei an der Zahl. So, jetzt ist ja Sache des DOS, dass der da ja jetzt da steht. Also kann ich doch jetzt da rein. Haha. Alles anfassen. Das schleppe ich nicht. Doch, nimm das. Laura hat den Basilen tatsächlich hergebracht. Das kann hier bleiben. Nein, nimm das. Irgendjemand hat den ganzen Kram im Regal festgeklebt. Aber warum? Gute Frage, gell? Das schleppe ich nicht mit. Wieder Pflaster draufkleben, Mann. Oh, nicht er schon wieder. So, ich will ja nichts übersehen. Da oben kommt immer so eine Spinne raus. Emil redet und redet. Oh, nicht er. Wozu soll ich... Ja, Kochkäfer, die kenne ich. Die tun weh. Die Kochkäfer glühen, obwohl ich sie nicht beleidigt habe. Ein Wink an den ersten Teil. So, was ist jetzt das da so? Ein Ballon und ein Einmachglas. Ein Banner, ein getackertes Brett und ein Windrad. Tüte mit Niespulver. Ich lasse das Pulver lieber in dieser praktischen Tüte. Okay. Was können die Kochkäfer glühen? Damit hat's doch was auf sich. Die glühen doch nicht umsonst. Das ist einzig heiße, was... Das ist alles unsinnig sonst, gell? Das ist festgeklebt, aber das hilft mir gerade irgendwie. Ein Ballon, der schmilzt. Ein Glas bringt nichts. Das nix. Ist zu nütz. Hätte ja zu... Keine Ahnung, was werden können. Ein Tacker, ein Lolli schmelzen. Das ist zu nütz. Nee. Tacker brauche ich noch. Brett. Hui, nur die Tackernadeln haben überlebt. Dann nimm sie. Das. Ah, jetzt Moment. Ich habe jetzt ein Glas. Mhm. Und da kommt doch Wassertropfen raus. Damit kann ich sicher etwas Wasser abschöpfen. Genau, und jetzt kann ich das löschen und dann die Tackernadeln rausholen. Aber wofür brauche ich die Tackernadeln? So, hier kommt ein bisschen Abkühlung. Sogar in einem mit abgekühlt. So, verbinden. Fettdörder, geladener Tacker. Fett. So, wir haben einen geladenen Tacker. Was bringt mir aber das jetzt? Das ist doch die große Frage, oder? Ein... Wie bringt mich der Tacker in dem Sinne weiter?
Notenbank. Symbol, Brunnenöffnung. Schieß die Tackernadel nach oben. Da oben steht. Und ich bin. Das wird nicht. Ja, das wäre auch komisch. Das bringt auch nichts, gell? Nein. Warum sollte ich. Ja, um das zuzutackern. Ja, aber. Was? Ja, ich sollte das Banner aber. Ja, okay, das ist schon mal ein Hinweis. Das ist zu. Irgendwo das Banner festhackern. Aber wo? Banner. Hier sind ja schon überall Banner. Da. Heil Conrad. Okay, das ist alles, was sie dazu sagt. Kann ich das hier festmachen? Also ich weiß nicht, ob... Auf dem Banner ist die Brezel. Die Brezel ist erlaubt. Banner sind auch nicht verboten, soweit ich weiß. Vielleicht sollten wir Emil fragen. Nein, Mann! Die letzte Wache, die Emil was gefragt hat, musste ihm 2 Wochen lang seine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Gut, dann werde ich das mal hier anbringen. Sieht auch ganz schön aus. Ich find's auch gut. Ich mag Rot. Ich mag Brezeln. Ich hab Hunger. Ja, Glückwunsch, dass du Hunger hast. Hey, ist doch nicht so wichtig. Ihr macht beide einen tollen Job. Danke. Ja, ich finde auch, du machst einen tollen Job. Danke. Beste Freunde für immer. It's geil, Love. Jetzt mögen sie sich wieder. Ich muss das Banner besser befestigen. Aha! Was ist denn das? Warum hält ihr das? Jetzt schnell! Zwischen den Lanzen, aber sie stehen zu weit auseinander, um es fest. Ach so, haha! Ich nehm Nein! Ah, stopp, nee. Warten? Nein? Die müssen die zusammenhalten und dann reden, dass sie wütend sind, weil dann bewegen sie sich nicht mehr. So, jetzt. So, jetzt hänge ich das Banner wieder dahin. Das Banner ist abgefallen. Na klar. Warum denkst du, das hält? Ich probiere Dinge einfach so. Ja, ich probiere sie so und jetzt kann ich tackern. Ich tacker das Banner mal fest. Gute Idee, dann fällt es nicht ab. Heil, Emil. Okay. Wachen. Der Junge stimmt. Und jetzt? Jetzt bleibt das Banner so. Kaum zu glauben. Aha, jetzt habe ich da einen Ballon. Nimm das weg. Ich. Okay, das ist nicht richtig. Oh, das sieht interessant. Nimm das nicht. Also ich trage immer total. Emil sagt, interessante Sachen verderben den Charakter. Okay. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Ich könnte das Banner als Schleuder benutzen. Aber es hängt zu sehr durch. Ach so. Okay. Ihr Bau. Ja, wir. Das wollt. Hast du?
Jetzt hat. Niespulvertüte als Schleuder. Hey, was soll das werden? Ich muss sie erst irgendwie ablenken. Aha. Wie lenke ich dich ab? Sie hat den ganzen Windbrunnenplatz im Blick. Die glotzt wirklich nur auf diese Bildschirme. Kamera? Kamera. Das, oder? Das war doch jetzt gerade. Ich lasse die Luft erst einmal wieder heraus. Ach. Nee, will ich gar nicht. Hallo? Blas auf. Ach man, nerv mich nicht, komm. Das könnte Spaß machen. Das mache ich. Warum nicht? Windrad mit Lolli. Warum sollte ich? Das könnte ich an die Kamera kleben, aber die ist zu hoch. Die ist zu hoch. Keine Chance. Warum sollte ich? Na, damit es da hochschwebt, Mann. Wie kriege ich dich dahin? Halterung? Dazu fällt mir nichts ein. Halterung! Ja? So, jetzt kriegt keiner mehr was mit. Alles klar. Logisch. So, jetzt halt schießen wir die Tüte mit Niespulver. Ich könnte das Banner als Schleuder benutzen. Wenn ich Emil mit dem Niespulver treffe, erfahren alle, dass er eine Flötennase ist. Hey, Wachen! Bitte einmal die Lanzen gut festhalten. Hä? Du hast den Zivilisten gehört. Tu, was er sagt. Ups! Was war das? Ein Attentat! Ein Attentat! Findet den Verräter! Haltet die Augen offen! Schnell weg hier! Was ein Idiot! Okay, ganz ruhig, Robert. Plan B. Nein, nur Loser haben einen Plan B. Ich brauche einen besseren Plan A. Ey, der Typ. Okay, jetzt haben wir seinen Kopf. Ich weiß jetzt nicht genau, was uns das bringt, aber wir haben... Oh, hier, hallo. Und einen Lautsprecher haben wir jetzt. Das hat nicht... Ja, das ist mir... Der verstärkt ja tatsächlich. Dazu fällt mir... Selbst wenn er... Ich überlege gerade bloß ein bisschen, deswegen... Die Notenbänke finde ich komisch. Vielleicht weiß ja der Flötenfuzzi, was das ist. Hallo nochmal. Oh, Sie sind es. Aha. Ich habe unter dem Windbrunnen alte Noten gefunden. Oh, da werden Erinnerungen wach. Ich habe ewig keine Musik gemacht. Nicht. Ihr bekommt sonst Ärger. Ich sitze im Gefängnis und bin kurz davor, hingerichtet zu werden. Ich mache jetzt Musik. Okay. Das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz... Hallo nochmal. Oh! Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Okay, also der kann das Runterlied. Das ist runter.
für das Schlauchende. Ich könnte Emil dadurch anpusten. Aber was sollte das bringen? Ja, na, wenn du genug Gestank hast, dann alles. Runter und hoch. Also er kann das. Mach mal. Hallo? Oboe scheint mich nicht zu hören. Das verstärkt alles. Los. Das wird nicht klappen. Dann oben. Das ergibt Sinn. Dadurch Das könnte passen. Und jetzt? Hallo nochmal. Oh! Was? Ja. Aha. Und ich kann jetzt das Lied nach oben. Dann kommen die beide. Was hat das jetzt für einen Effekt? Oboe? Ah, ich dachte schon so bei mir, die Stimme in meinem Kopf klingt aber heute freundlich. Ich bin drin. Ich hab's geschafft. Wirklich? Ich hab bis zuletzt gedacht, dass ich das Ganze nur geträumt habe. Oje. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das eine. Alles klar, also hat irgendwie ja mal gar nichts gebracht. Ist aber schon. Das könnte Spaß. Der ist nur für mich selber da. Der Tacker, den habe ich schon benutzt. Naja. Normalerweise haben selten Sachen zwei Funktionen. Da muss nicht. Da muss nicht. Dazu fällt mir. Wenn man sein Trauma schon mit sich herumschleppen muss, wieso muss es dann auch noch so schwer sein? Wieso muss es so schwer sein? Da machen wir es doch leichter, aber. Ah, okay. Ich hab's. Hallo nochmal. Oh. Genau. Was für ein Ja. Achtung. Das zerquetscht es jetzt. Aber ich habe keine Ahnung warum, aber. Schön. Conroy vernichtet. Wow, der Steinstaub kitzelt in der Nase. Oder es ist meine Conroy-Allergie. Na, wenn das mal kein Hinweis war. Also Conroy kann aber schon nicht mehr wiederbelebt werden, weil wir haben gerade seinen Kopf zerstört. Wohl bemerkt. Es kitzelt in der Nase. Also ist das das Niespulverersatz. Aber wir haben nur noch einen Ballon. Ja. Aufgeblasener Ballon mit Steinstaub. Und jetzt einfach nochmal, oder was? Auf dem Platz sollte ich mich lieber nicht mehr blicken lassen. Anpusten! Das könnte funktionieren. Eine bekannte Ära, Conroys Ära. Eine Ära der Ordnung und Regeln und Sicherheit. In der niemand von uns allein ist. In der niemand zurückgelassen wird.
Conroy zu Ehren soll heute allen Flötennasen ein Ende gesetzt werden. Er möge wieder auf er... Er ist eine Flötennase. Ach du meine Nase. Ich wusste es. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Es funktioniert. Das ändert nichts. Gar nichts. Ich bin nicht wie Sie. Ich bin ein Asposer. Ein Konroyalist. Ihr müsst verstehen. Nein, nein. Ich bin auf eurer Seite. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Wache, schupf die Flötennase in den Brunnen. Oh nein, heute stirbt niemand. Flötennasen, spielt, was das Zeug hält. Auf mein Zeichen. Du bist also Emil. Bist du derjenige, der Conroy ermordet hat? Oh, ermordet ist so ein hartes... Ja. Aber wenn du selbst eine Flötennase bist, warum hast du sie dann alle? Ich bin vielleicht mit Löchern in der Nase geboren worden. Aber ich habe mich dafür entschieden, normal zu sein. Mich an die Regeln gehalten. Ich habe eine Familie gehabt. Eine, die mich wollte, nicht ausgesetzt hat. Ach du meine Güte. Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Du wurdest nicht ausgesetzt. Meine Mutter hat mir immer die Geschichte vom Brunnenkind erzählt. Ein kleiner Junge ist vor Jahrzehnten in den Windbrunnen gefallen und nie wieder aufgetaucht. Die Dynastie ist weit in den Brunnen hinabgestiegen und hat dich jahrelang gesucht. Wir dachten, du wärst tot. Ich habe immer geglaubt, das wäre ein Märchen. Meine Mutter wollte nicht, dass ich auf dem Brunnenrand Seil springe. Ich wurde nicht ausgesetzt? Das erklärt diesen seltsamen Traum, den ich immer wieder habe. Ich träume, dass ich ein kleiner Junge bin und in einen Windbrunnen falle. Oh. Macht Sinn. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Wir sollten ihn... Wir werden ihn nicht umbringen. Er gehört zur Familie. Das stimmt nicht. Ich bin nicht wie ihr. Was sollen wir tun, euer Gnaden? Ich bin keine verdammte Flötennase. Ich bin normal. Bringt ihn zum Schweigen? Bringt ihn zum Schweigen. Hui, erster Befehl. Liebe Asposa, es ist an der Zeit, dass ihr die Wahrheit erfahrt. Es gibt keine fliegenden Windgötter. Die Basilen waren von Conroy gebaute Maschinen, um Angst unter den Leuten zu schüren. Und mit diesen Maschinen hat er die Flötennasen versteinert. Die Flötennasen beschwören diese Monster nicht. Sie beschwören den Wind. Sie bringen uns das Leben. Sie sind die rechtmäßigen Herrscher Asposiens. Der Verrückte hat recht. Das ist die Wahrheit. Darum habe ich beschlossen, dass in Zukunft ich die Regierung übernehme. Mein Name ist Confucius. Und hier ist, was ich glaube. Ich glaube, wir sind alle eine große Familie. Das klingt doch eigentlich nicht schlecht. Flötennase. Versuchst du schon wieder, vor deiner Verantwortung abzuhauen? Hören wir doch erst mal, was er zu sagen hat. Eine Familie, die von einer dreieckigen Murmel abstammt, die aus dem unendlichen Erdreich kommt. Okay. Ich glaube nicht an die Realität. Ich glaube, wir alle sind ausgedachte Figuren in einer unmöglichen Welt. Ich glaube, es gibt mindestens vier von mir, die hier irgendwo rumlaufen. Einer ist böse und ich bin mir nicht sicher, ob ich es bin.
Ich habe es schon zweimal geschafft, eine Kakteen mit einem Wulluf zu kreuzen, damit diese länger Wasser speichern können. Meine erste Mission als euer neuer Herrscher wird es sein, eine Leiter zu erfinden, die das Rad ersetzt. Was? Okay, stopp! Und wer bist du? Bin der rechtmäßige, Komm schon. Er ist der wahre König von Asposien. Gern geschehen. Jetzt musst du's nicht selbst sagen. Los jetzt, Junge. Schwing dein Hintern ans Pult und lass die Leute hören, was du zu sagen hast. Liebe Asposa, ich weiß, die letzten Jahre waren nicht einfach. Das waren sie für meine Familie auch nicht. Das muss ein Ende haben. Wir können uns nicht mehr hassen. Wir können uns nicht länger vor der Welt verstecken. Es wird Zeit, dass wir uns alle kennenlernen. Mein Name ist Okario Boe der Dritte. Und mein Vater war der König über die Flötennasen und die Windbrunnenwächter, bevor Conroy ihn ermordet hat. Wisst ihr was? Ihr solltet euch einfach selbst jemanden aussuchen, der euch regiert. Ich weiß, ich würde es mir gerne aussuchen. Was tust du denn da? Genau das Richtige. Bis ihr jemanden gefunden habt, den ihr gerne als Anführer hättet, kann ich das übernehmen. Was sagt ihr dazu? Ich nominiere meinen Nachbarn Henker. Der leiht mir immer seine Gießkanne. Der wäre bestimmt ein guter Herrscher. Ich nominiere mich. Warum? Ich wäre wirklich, wirklich gerne König von Asposien. Ich finde, das hört sich gut an. Er hat meine Stimme. Oh Gott, diese Vollidioten haben dich nicht verdient. Aber ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich bin stolz auf dich. Danke, aber dein Plan war besser. Wäre ich nicht so feige gewesen, hätte ich auf dich gehört. Du konntest ja nicht wissen, wie fanatisch Emil ist. Nicht so fanatisch wie ich. Niemand ist so fanatisch wie du. Ich bin auch stolz auf euch. Danke. Du kannst jetzt loslassen? Libretta? Einen kleinen Moment noch. Na komm, Flötennase. Zeig mal, was du als König so drauf hast. Hat da irgendjemand gerade Geld fallen lassen? Head Up Games GmbH und Co. KG in Zusammenarbeit mit Studio Fitzbean präsentiert euch allen The Inner World, der letzte Windmönch, gespielt von mir, dem Zocki aus der Zockarena. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. War eine, wie im ersten Teil, liebevoll gestaltete, selbst gezeichnete Story. Einfach klasse, ich hoffe, man hört noch ganz viel von denen. Die haben sich Gedanken gemacht, ich fand von den Rätseln her, ja, waren knackig teilweise, aber im ersten Teil fand ich es schwieriger, weil vieles zusammenhangslos war. Hier waren Rätsel wirklich durchschaubarer und man konnte sie einfacher lösen. Also man ist flott vorwärts gekommen, muss ich zugeben. Und ich kann mich noch erinnern, im ersten Teil war ich tatsächlich viel länger dran gesessen und habe auch die Hilfefunktion verwendet. Ich Vollidiot habe einmal auf die Hilfe geklickt. Ich glaube, das hat mir jetzt auch mein Ding da. Es gibt eine Trophäe dafür bei Steam. Ja, kacke gelaufen, was soll's. Super Spiel, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich weiß, es gibt viele andere Spiele in diese Richtung. Mal gucken, was passiert. Und ja, hiermit verabschiede ich mich auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr abonniert das auch, mich so, und kommentiert doch das alles. Und vielleicht habe ich ja Sachen übersehen, wer weiß. Ich freue mich auf alles, was von euch zu hören ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiederhörnsen.